So, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio. Ist gar nicht so einfach mit der Nelly. Wir kennen uns erst seit etwa 10 Minuten. Deswegen klappt das mit dem Gleichschritt noch nicht so ganz. Das ist das erste Mal, dass wir eine Kuh im aktuellen Sportstudio haben. Aber wir haben gedacht, der Sepp Wildgruber ist heute hier. Der ist ja nun im Hauptberuf Landwirt. Und in die Atmosphäre so heimisch wie nur irgend möglich zu machen. Sepp, haben wir gedacht, nicht nur die Alben, nicht nur die Bäume und die Sträucher, sondern auch eine Kuh gehört dazu, weil ich weiß, dass sie mit der Viehzucht an sich eine ganze Menge zu tun haben. Sepp Wildgruber ist einer unserer Gäste heute Abend, Abfahrtsrennläufer im Übrigen und heute 14. beim Laubhornrennen. Herzlich willkommen. Bleiben Sie ruhig da, der Herr Schöneberger. Landwirt aus Oberolm, ganz hier in der Nähe, hat uns den Gefallen getan und hat mit seinem Sohn Nelly hier reinbuxiert. Das ist gar nicht so einfach, denn das ist er nicht gewohnt, so viel Scheinwerferlicht. Normalerweise gibt sie Milch, wie ich mir habe sagen lassen, 45.000 Liter Lebensleistung. Beachtlich. Also wir alle profitieren von Nelly, mehr oder weniger. So, Sie haben im Vorspann schon gesehen, was wir noch hier als Studiogäste zu präsentieren haben, nämlich Hochspringer. Jede Menge hätte ich fast gesagt, aber solche aus der allerersten Klasse, gar keine Frage. Das ist zunächst einmal ein Mann, der gestern Abend für eine Sensation gesorgt hat. Es war ein Mann aus Köln, Simmerath, hier haben wir das Bild von ihm. Die Veranstaltung fand in Simmerath statt und diese Höhe war neuer Hallenweltrekord durch Carlo Trenhardt. Wo ist er? Jubel allenthalben, das hat er sich schon immer gewünscht, Herr Carlo, 2,40 Meter zu springen, richtig? Richtig, ja. 2,40 ist das Nonplusultra im Hochsprung überhaupt? Jetzt ist es nicht mehr, jetzt ist es 2,41, aber bis jetzt war es das, ja. Hm. Schön. Der Carlo hat also zwei weitere Hochspringer mitgebracht, die allererster Klasse sind, ich sagte das schon. Der Mann, der ihn eben gerade umarmt hat, war Patrick Schöberg aus Schweden. Auch er ist Gast im aktuellen Sportstudio, wo haben wir ihn? Da unten sitzt er auf der Matte. Haben wir noch eine Kamera, die darüber geht? So. Ehemaliger Europarekordhalter im Hochsprung. Und neben ihm sitzt der Olympiasieger in dieser Disziplin, der Pole Jacek Wschola. Und die drei sind nicht nur als Begleitpersonen von Carlo hier mitgekommen, das wäre fast der Ehre zu viel. Sie wollen hier einen Wettbewerb veranstalten und wollen noch einmal den Hochsprung-Weltrekord angreifen. Ist natürlich eine inoffizielle Geschichte, keine Frage. Aber Hochsprung aus dem Stand ist natürlich seit den Flop-Zeiten besonders interessant geworden. Dieser Weltrekord steht bei 1,76, den wollt ihr heute Abend verbessern, Carlo. Wir wollen es mal versuchen, ja. Der Jacek ist ziemlich stark, wir haben vorhin mal so ein bisschen geübt und Jacek war wirklich sehr gut, also ich traue ihm 1,77 zu heute. Aha, wenn Sie alle mitmachen hier im Studio, kann dieses Vorhaben zweifellos gelingen. Und beginnen wollen wir mit der Sensation des Tages. Sie haben sicherlich alle schon erfahren, dass Markus Wasmeier heute seinen ersten Abfahrtsweltcup-Erfolg errungen hat. Und das ausgerechnet am Laubehornrennen, einem der schwierigsten Rennen, gar keine Frage. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, als vor 27 Jahren, es war eine der ersten Fernsehübertragungen, die ich damals sah, am Laubehorn Willy Bogner gewann. Und 27 Jahre später ist es also nun Markus Wasmeier gelungen. Wir haben das Renngeschehen für Sie noch einmal zusammengefasst, aber auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Und da spielt natürlich der Servicemann von Markus Wasmeier und Sepp Wildgruber eine ganz gewichtige Rolle. Ein Bericht von Sepp Ortmeier. .13:06 Zielraum Wengen. Servicemann Paul König und sein Skikönig Markus Wasmeier. .58 Minuten davor. Markus Wasmeier, Start Nummer 5, fährt die beste Abfahrt seines Lebens am Lauberhorn in Wengen. Das ist und die Anfahrt zum Hundschopf. Ein Riesensatz und die Landung im Flachen. Die Menschkante. Perfekt. Die Bestzeit zu diesem Zeitpunkt hält der Schweizer Franz Heinzer. Markus Wasmeier perfekt in der Hocke auch. Heinzer,
Über eine Sekunde ist Markus Wasmeier bei der Zwischenzeit schneller. Das ist die Anfahrt zum Zielsprung. Fehlerlos Markus Wasmeier. Eine fabelhafte Zeit auf der über 4 Kilometer langen Strecke. 2 Minuten 29,62 Sekunden. Bis zur Startnummer 16, bis zu Pirmin Zurbriggen, konnte keiner Wasmeiers Zeit unterbieten. Lediglich Karl Alpiger, ebenfalls aus der Schweiz, konnte sich vor Heinzer schieben. Aber sein Rückstand auf dem Schlierseer, eine gute Sekunde. Pirmin Zurbriggen im oberen Teil deutlich langsamer. Hier der Fehler im S bei der Anfahrt zum Hundschopf. Der Sprung, unsauer die Landung. Bei idealen Bedingungen der Hauptkonkurrent von Markus Wasmeier mit Problemen. Die Zwischenzeit über 1,5 Sekunden schwächer als die von Wasmeier. 30.000 starren auf ihren Matador. Die Kuhglocken verstummen, als Pirmin Zurbriggen im Ziel ist. Nur Rang 9 für den Schweizer. Erster also Wasmeier vor den beiden Schweizern Alpiger und Heinzer. Ja, der Markus ist schon vor 3 Wochen in Laax gut gefahren beim Training, hat immer aufgezeigt. Er ist bei den anderen Rennen überall vorne dabei gewesen. Er hat das, was ein Rennfahrer braucht. Er kann Riesenslalom fahren, er kann Kurven fahren, er kann springen. Er ist ein kompletter Läufer und so gesehen hat er auf der Lauerhornabfahrt gewonnen. Er hat immer angedeutet bei jedem Training, dass er dabei ist. Und er hat eigentlich dann die anderen Läufer überrascht mit einer so Bombenzeit. Und ich glaube, dass er gerade auf der Lauerhorn gewonnen hat, zeigt auch, dass er eine super Kondition hat. Mehr als Komplimente von Karl Schranz. Markus Wasmeier zeigte nicht nur Kondition, auch technische Perfektion. 2 Studien in Zeitlupe. Konsequent auf dem Außenski. Das Umsteigen wie auf einer Wolke. Und der Sprung. Eine Skidemonstration, eine Renndemonstration. Die letzte schwierige Stelle vor dem Ziel. Traumhaft sicher auf dieser eisigen Unterlage. Markus Wasmeier gewinnt in Wengen seine erste Weltcup-Abfahrt in überlegener Manier. Der Urschrei nach der ersten Begegnung mit dem Freund und Servicemann Paul König. Markus, überglücklich, oder? Ja, ist ja klar, ich bin mit diesem nicht wahr. Also mit dem Abstand auch noch zu gewinnen, das ist schon sensationell für mich fast. Ja, muss sagen, mir ist alles geglückt und das war halt einfach mal der Tag, was mir passt hat. Am anderen Tag passt es wieder vielleicht wie anders. Aber Gramontana steht vor der Tür. Ein besseres Gefühl kann man vor der Weltmeisterschaft gar nicht haben. Ja, man hat ein gutes Polster und da kann zurück dann auch daneben gehen. Das ist ja klar. Ich nix locker. Alles klar, bleib sie. Ein glücklicher, ein strahlender, ein lockerer Markus Wasmeier, der Sieger von Wengen. Im Untergrund, im Hintergrund feilt der Paul nun schon seit 3 Jahren an Wasmeiers Erfolgen. Paul, der Markus und du, ihr habt ja ein blindes Verständnis zueinander, ein blindes Vertrauen. Wenn du jetzt mal den Markus ein bisschen charakterisierst, ihr seid ja fast ein halbes Jahr zusammen oder mehr, länger sogar. Ja, länger eigentlich. Einen anderen Menschen charakterisieren ist ziemlich schwer, wenn man so gut kennt vor allem. Ich würde sagen, wenn man als Rennläufer charakterisieren will, ist er recht zielstrebig, ehrgeizig. Und eben, er möchte einfach, wenn er was macht, möchte er der Beste sein.
Der Beste sein zu wollen, das ist natürlich im Grunde genommen die Grundvoraussetzung für jeden Leistungssport überhaupt. Sepp Wildgruber, als Sie damals angefangen haben, wollten Sie auch immer der Beste sein. Sie waren es sicherlich in Ihrer Region auch. Von wann haben Sie denn angefangen? Ich bin 1974 das erste Weltcuprennen gefahren, das war in Gröden. Und wenn ich ehrlich bin, da war ich noch nicht so mit den Gedanken gespielt, dass ich der Beste bin. Und das war ich auch nicht. Weil das war Schmalmist mit 15 Jahren. Da habe ich getatzt und da 2. Liter Schlangen getatzt. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich hart nach oben gearbeitet. Und jetzt ist es eigentlich so weit, dass ich vorne reinfahren kann. Und ich bin eigentlich recht froh drüber. 74 schon im Weltcup dabei und jetzt haben wir 87. Das sind immerhin 13 Jahre, die 14. Saison genau genommen. Wie kam es, dass Sie so ungewöhnlich früh mit 15 schon im Weltcup dabei waren? Damals, da waren nicht so viele Abfahrer. Und ich habe mich eigentlich mit der Statur her eher für einen Abfahrer geeignet. Und so ist es eigentlich gekommen. Klein und kompakt, was? Ja, hier schon. Ich habe sowieso festgestellt, wenn ich mir jetzt so Ihre Oberschenkel mal unter der Hose anschaue, da ist einiges dahinter, ne? Ja, es wird was dahinter sein, ja. Das braucht man wohl als Abfahrer, gerade jetzt bei den Wängen am Lauberhahn, 2,5 Minuten, da ist man alle, wenn man unten ankommt. Ja, man ist, in der Mitte ist man schon, da geht man schon ins Übersäuern und das ist nachher gerade noch so, wie soll ich sagen, da muss man sich einfach überwinden, weil da brennen schon die Oberschenkel, da haben wir fast Spiegeleier machen können drauf. Apropos Überwindung, ist es denn auch eine Angstüberwindung, wenn Sie jetzt Wängen gefahren sind, oder sagen Sie, na, das ist es nicht? Nein, Angst ist das bestimmt nicht. Das ist ja, man hat auch ein bisschen, man ist ein bisschen unsicher, aber nicht, weil man Angst hat, sondern zum Teil von Erfolg, ob es klappt oder Erfolg oder Misserfolg, das weiß man eben. Und das ist einfach das mulmige Gefühl. Jetzt habe ich gerade den Oberschenkel angesprochen, der ist ja normal in Ihrer Branche. Aber wenn ich mir den Markus Wasmeier anschaue, der hat einen Oberschenkel, der ist nur halb so dick. Und ausgerechnet fährt der immer vorne weg. Wie kommt denn das? Ah ja, der Markus, der ist ziemlich schlaksig. Selbst Sie schützen uns alle, nehme ich an. Ne? Ja, das ist nichts. Ja, der Markus, der ist ziemlich schlaksig und der fährt technisch so gut, dass er der fährt mit wenig Kraftaufwand. Für unseren, der muss an der Kurve hinhalten wie ein Arisch. Und das kostet einfach viel Kraft. Und der Markus, der setzt den Ski hin und der marschiert noch raus. Mhm. Und da ist einfach so schnell. Noch. Bei Ihnen ist da so einmal Schuss gefahren, immer Schuss gefahren. Man sagt ja, die Abfahrtsläufer seien alles andere als gute Skiläufer. Der Markus Wasmeier ist nun die große Ausnahme. Pirmin Zurbriggen auch. Wie würden Sie denn Ihre skitechnischen Voraussetzungen sehen? Nein, ich glaube schon, dass man als Abfahrer auch ein bisschen Skifahren können muss. Ja. Sepp, schauen wir es uns doch mal an, was heute los war. Sie fühlten sich ja nicht so besonders, weil Sie gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe waren. Vielleicht können wir das Rennen von Sepp Wildgruber noch mal einspielen. Da haben wir es, bitte sehr. Ja, mich hat in der Früh so draußen die Aufgaben. Dann hat man schon wieder jetzt auch. Und ich habe mich den ganzen Tag nicht so richtig wohl gefühlt. Und ich mein, so bin ich auch gefahren. Ich habe einen Haufen Fehler noch gehabt auf der Strecke. Und so muss ich eigentlich mit dem 14. Platz voll zufrieden sein. Sie sind ja dieses Jahr auch schon mal auf Platz 8 vorgefahren. Auch die Trainer sagen, der Sepp Wildgruber ist eigentlich ein Phänomen. Immer dann, wenn wir meinen, jetzt ist er eigentlich abgeschrieben, wenn er in der Trainingszeit 3 Sekunden hinter der Weltspitze hinterher liegt, dann greift er im Rennen nochmal an und ist dann doch ganz dicht vorne dabei. Ja, inzwischen hat sich das schon ganz schön gelegt. Die Trainer, die sind auch schon ein bisschen beruhigt. Wenn ich auf 3 Sekunden hinkomme, dann ist schon weit in Ordnung. Und ich rede mir eigentlich auch, dass ich im Rennen noch wieder gehen muss. Und bis jetzt hat es eigentlich auch wieder hingehört. Ja, Sie sind einer, der sich wirklich offensichtlich aufs Rennen ganz konkret konzentrieren kann. Ja, ich fahre im Training versuche ich eigentlich auch, dass ich ziemlich voll fahre. Aber da haut es halt nicht hin. Also ich habe irgendwo mal gelesen, Sie seien ein Mann, der in der Regel immer nur einen Satz auf eine Frage antwortet. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Ich habe mal was aufgeschrieben, was damals angeblich Sie gesagt haben sollen. Ich will Ihnen das mal sagen.
Sie sind gefragt worden, was Sie über Arbeit denken. Sollen Sie gesagt haben, tust du viel, hast du viel. Tust du nichts, hast du nichts. Wie meinen Sie das? Ja, stimmt schon. Bescheiden, wie er ist, hat er auch einen kernigen Satz rausgelassen auf die Frage über seine guten Eigenschaften. Diese Woche hatte ich wenig davon. Das war damals. Wie war es denn diese Woche? Ja, nicht recht viel mehr. Nicht. Und über das Skifahren sollen Sie gesagt haben, wenn es läuft, dann läuft's. Stimmt das? Bestimmt auch. Bestimmt auch. Sepp, wir haben ja schon gesagt, Vizo, Sie haben Rinder. Wie viel? Ja, ich glaube, da so 45 haben. Das ist eine Aufgabe, weiß Gott. Wohl hier oder her, weiß auch nicht genau. So genau wissen Sie es nicht. Melken Sie denn heute noch? Ab und zu, ja. Ja. Normal macht es Maschine, aber. Aber ab und zu kommt schon vor, ja. Ja. Sie sind ja Milchtrinker, wie ich weiß. Hm? Ja, mit der Milch habe ich es nicht so. Nicht so. Aber jetzt will ich doch mal sehen, wir haben einen ZDF-Melkschemel aufgetrieben. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, weder der Sepp Wildgruber noch der Herr Schöneberger, so sagt er mir, haben so einen Melkschemel jemals gesehen. Aber wir haben inzwischen mal ausprobiert, wie das geht. Legen Sie doch mal den Gürtel an. Jetzt wollen wir sehen, ob der Sepp eigentlich noch melken kann. Jetzt wollen wir das doch mal als Premiere hier im aktuellen Sportstudio feiern. So, das so. Ding wird hinten auf den Po geklemmt. Moment. Nee, macht das schon. Macht er fest. Ich meine, das reicht zwar kaum bei den Oberschenkeln an, no. Aber geht gerade so hin. Das hinten helfe ich noch mal ein bisschen. Also an sich ist eine ganz praktische Sache. Sepp, stehen Sie mal auf, sehen Sie. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das klappt im aktuellen Sportstudio. Also. So. Nachher wird ein Glas Milch serviert, frisch gemolken. Da, also. Also, Herr Schöneberger, ich glaube, das wäre eine tatkräftige Unterstützung, wenn Sie Sepp Wildgruber bei Ihnen hätten. Da sehe ich schon, wie der Hand an den Euter anlegt, an das Euter anlegt, muss ich genau sagen. Das ist schon bemerkenswert. Total im Milchschwimmen. Also Sepp, für einen Becher klang schon. Für einen Becher reicht es allemal. Ich denke, wir haben alles, was eine Kuh so übrig lässt, im Sportstudio inzwischen eingefangen. Ich danke Ihnen, Herr Schöneberger, ganz besonders herzlichen Dank an Sepp Wildgruber, dass er das alles mitgemacht hat. Und weiterhin viel Erfolg, vor allem für Kitzbühel, wo es ja nächste Woche weitergeht. Ja, und für die Weltmeisterschaft. Danke, Sepp Wildgruber. Also dieser Weltrekord, Carlo, wir sind schon live auf Sendung, bleib ruhig hier. Oh. Ja. Ist auch hier nochmal bejubelt und beklatscht worden. Carlo, 2,40 Meter, vorhin haben wir es schon kurz angedeutet, war immer der Wunsch. 1977 sind Sie ja relativ schnell in die Weltklasse vorgestoßen und dann hat es lange gedauert, bis es soweit war, 2,40 zu springen. Warum so lange? Zunächst mal 1979 das erste Mal 2,30 gesprungen. Das war so die erste Schallmauer, die es damals für uns gab, für uns Hochspringer generell. Dann braucht man doch eine gewisse Zeit, um sich erstmal an die 2,30 zu gewöhnen, um erstmal sicher 2,30 zu springen, um darauf erst weitere Höhen aufbauen zu können. Dann habe ich lange Jahre gebraucht, eigentlich, um erst überhaupt weiterzukommen. Bin dann bei 2,34 und erst 84 auf 2,37 gekommen. Und dann muss man wieder noch mehr trainieren, noch härter trainieren. Es wird immer riskanter, das Training, weil man mit noch höheren Gewichten arbeiten muss im Krafttraining. Und das dauert halt ein paar Jahre, um dann so gut zu werden. Mhm. 2,40 soll nicht das Ende sein, darf ich annehmen. Der Weltrekord steht derzeit bei 2,41, gehalten von Igor Paklin, jedenfalls draußen. Sie haben den Hallenweltrekord. Mhm. Ich nehme an, jetzt kann der Ehrgeiz nur noch darin liegen, draußen auch Weltrekordler zu werden.
Ja, zunächst mal möchte ich also auch draußen 2,40 springen, vielleicht sogar in der Halle noch mal höher springen, weil es eben wirklich sehr früh war, jetzt wo ich die 2,40 gesprungen bin. Und Patrick und Jacek, wir sind ziemlich heiß auch auf diese Meetings, die jetzt kommen, wie Sindelfingen, Berlin und so weiter. Und da werden wir versuchen, auch noch höher zu springen. Mhm. Wenn ich jetzt gesagt habe, 77 sind Sie schon fast bis an die Weltklasse herangekommen. Und wenn ich berücksichtige, dass Sie selber mal gesagt haben sollen, meine Höhepunkte lagen fast immer erst im September, ich habe falsch trainiert. Frage, haben Sie 8 Jahre lang falsch trainiert? Ich habe sicherlich Fehler gemacht, dass ich habe zu hart und zu viel trainiert oft noch. Und bin also zu spät eigentlich erst dann in die Form gekommen, die ich also hätte eigentlich bei wichtigen Wettkämpfen schon früher haben müssen. Weil ich geglaubt habe, dass ich durch weniger Training, dass ich meine Form verlieren würde. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wenn man etwas weniger und vernünftiger trainiert, wie ich es, glaube ich, in der letzten Zeit gemacht habe, kann man, glaube ich, mehr Erfolg haben. Wie viele Wettkämpfe bestreiten Sie pro Jahr etwa? Im letzten Jahr habe ich, glaube ich, 32, 33 Wettkämpfe gemacht. Wie viele davon fürs Ego, wie viele für die Fans, für den Sport und wie viele fürs Portemonnaie? Fürs Portemonnaie keinen, glaube ich. Also? Keinen. Nein, ich mache halt wirklich gerne Hochsprung. Stimmt, ja. Sonst wäre das wohl auch alles nicht möglich. Aber ich nehme an, der Patrick macht genauso gerne Hochsprung. Und er ist ein Mann, der Sie gefährden kann. Einmal in der Halle, denn er hat ihn schon einmal den Hallenweltrekord abgenommen. In Berlin war das. You were setting the world record indoor at Berlin. Yeah. And you was European record holder outdoor. Yeah. 2.38. Yeah. What's the next goal? To break the world record indoor. Indoor. Yeah, and outdoor. Later. And outdoor. Na, du weißt, woran Sie sind, Carlo. Also jetzt haben wir, ich habe Ihnen nochmal vorgestellt, dass er Hallenweltrekord seinerzeit gesprungen war, Europarekord draußen. Und er sagte, das Nächste, was ich tun will, ist draußen den Weltrekord zu verbessern und den Hallenweltrekord zu verbessern. You not were very lucky at the European Championships when you were clearing 2.28. Yeah. And then nothing afterward. No, that was not my day. I was not lucky at all, and sometimes it happens, and we have to live with it. Also ich frage ihn nochmal nach dem für ihn bitteren Tag der Europameisterschaften, letzter Tag in Stuttgart, als er mit 2,28 sich verabschieden musste. Er sagte einfach nur, es war halt nicht mein Tag. Gut, danke Patrick zunächst einmal. Jacek, it was a big surprise when you was getting the gold medal at Montreal for yourself too. Yes, but I expect maybe being one of the first three. Mm-hmm. I was coming with second result in the year. Mm-hmm. After Dwight Stone, so I could dream. Also ich habe ihn danach gefragt, ob das für ihn selbst damals 76 die große Überraschung gewesen ist, als er Olympiasieger wurde. Er sagte, eigentlich konnte ich davon träumen, denn ich bin als der zweite der Jahresweltbestenliste nach Montreal gereist und dann hat es eben geklappt. What do you think, who will clear next the 240? Yeah, we'll see. The very interesting competition are going to be in Stuttgart next weekend. Mm-hmm. It's going to be Packlinder and Malchenko and maybe those two and maybe myself. So we'll it see. It might happen there. Yeah, sure. Mm-hmm. It's early of the season. Every day these guys will get ready, not worse and even higher. Also auf die Frage, wer wohl der nächste 240-Springer sein werde, meint er, vielleicht gibt Stuttgart nächste Woche schon eine Antwort. Da werden nämlich außer den hier anwesend, Patrick, do you also compete at Stuttgart? I'm not sure, maybe. Also, Patrick weiß noch nicht genau, and you will take part in Stuttgart? Ja, also außer den beiden, Carlo Drenert und Jacek Schola, werden außerdem noch Igor Paklin dabei sein, der amtierende Weltrekordhalter. Wird also sicherlich ein interessantes Meeting werden. So, nun wollen wir mal einsteigen in die ganze Geschichte. Wie ist denn das eigentlich mal geboren worden, die Idee aus dem Stand zu floppen, Carlo? Ja, das ist eigentlich nur, dass man, im Training haben wir das mal gemacht, so wenn man nach einem normalen Hochsprungtraining stellt man sich mal hin und macht so ein bisschen, um die Lattenüberquerung zu üben, so ein bisschen aus dem Stand was. Und dann macht man halt, wer am höchsten kommt. Das ist wie so üblich. Ein Spielchen. Ja, und eigentlich ist der Jacek immer am besten gewesen. Ich war jetzt mal ganz gut auch. Wollen wir mal sehen, wie es heute aussieht. Dann fang an. Die Latte liegt auf 1,60 Meter. Ich möchte noch sagen vielleicht, dass wir von gestern Abend noch ein bisschen müde sind. Ja, glaube ich. Weil wir 2-3 Bier getrunken haben. Gut, also wollen wir mal sehen. Same rules as ever. 3 attempts for everybody. Also 1,60. Also, Patrick. Ah.
Jacek muss einen zweiten Versuch noch machen. Oh. So, das legen wir auf. 70, ja? Okay, und dann steigen wir auf die, ich wollte es vielleicht noch vorweg sagen, die inoffizielle Weltrekordhöhe hierbei soll bei 1,76 liegen, sage ich mal mit allem Vorbehalt. Wer weiß, welcher Amerikaner, wo auch immer, mal ein bisschen höher gesprungen ist. Carlo Drenat. Ah. Erster Versuch für Jacek Szola. Gut. Der war gültig. Also wir sind hier nicht so genau. Der war gültig. Hopefully it's not official. No, it's clear. Okay. Der war drüber. Die Höhe habt ihr alle, ne? Die Höhe habt ihr alle, nur es ist schwierig, da offensichtlich das richtige Timing zu haben über der Latte. Der Abstand stimmt meist nicht ganz. Ich hab überhaupt nichts mehr drauf. Ja. Also der Carlo meint, er hätte nichts mehr drauf. Was so viel heißt, er ist alle. Carlo, der Ehrgeiz. Unglücklich. Carlo, trotzdem vielen Dank, dass du dabei warst. Danke. So, okay, we will get up on 77. Also wir messen das hier auch nicht nach, aber wir haben ja eine Leiste hier neben. Ja, check is first. Also das wäre Weltrekord, meine Damen und Herren. Sie sind Zeuge. Yes. Ja? Can we have slow motion after? We will have it. Kommt wohl. Letzten Gewicht. Noch rasieren. Da haben wir sie. Ja, it looked not bad. Ja, war nicht schlecht, sagt er. Ich glaube, die Uhr hat er mir nur gegeben, weil wir die Prämie noch nicht ausgehandelt haben. Wie war das? $100,000 oder so, Carlo? Patrick Schöberg. Der Weltrekordinhaber außer Konkurrenz, hätte ich fast gesagt. Nein, er kriegt ganz offiziell jetzt einen weiteren Versuch. Das war Patrick Schöberg, Egalité. So, und Carlo Drenat jetzt in einem ersten Versuch. Komm, ich hol dich raus aus dem Schicken. Kommst du nicht mehr raus? Ne?
Also eins von den Bierchen war wirklich schlecht gestern. What's going on? Would you like to have the world record, you both, or should we? Yeah, I think it's okay. After last night, it's. Do you accept it? Okay. I accept it. Yes. Wir haben zwei neue Weltrekordinhaber: Jacek Schola aus Schweden und Patrick Schöberg. Entschuldigung, aus Polen und jetzt Patrick Schöberg aus Schweden. Ich muss mich korrigieren, wir haben jetzt drei Weltrekordinhaber, denn ich vergaß, dass Carlo Drehnhardt der neue Weltrekordinhaber im Hochsprung Halle mit 2,40 Meter ist. Ihnen allen herzlichen Glückwunsch und vielen Dank nochmal, dass Sie da waren. Danke.